Mein Gott, ist das langweilig hier. Oh, was für eine Scheißwelt. Welt. 40 Jahre Feuerwehr und so wird ihnen dann kein Brand, kein nichts. Außer mein Brand. Scheiße. Kein Osten mehr. Kein Feuer. Nur noch Klima. Da war schon Klima. Ob's auch noch bestimmt. Ach, langweilig, langweilig. Bisschen rumschießen bleiben. Macht auch nichts, ja. Naja, mal gucken, ja. Oh, hier so ist, du kaputt hier, oder was? Oh. Die funktioniert noch, meine Dienstwaffe von der Feuerwehr. Früher im Osten durften wir das noch, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit rumhucken. Naja. Hm. Ach, jetzt bin ich aber aufgeregt. Leitende Dienststelle für die Feuerwehr und sonstige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Organe. Ja, ja, Einsatz, ich höre. Ich bin völlig Ohr. Ja. Eine Waffe entfernen. Von einem Nazi. Wie sollen denn hier Nazis herkommen, verdammt? Wir haben doch diesen antifaschistischen Schutzwall. Schon seit Jahren, 40. Okay, naja, okay. Sagen Sie mir die Straße. Okay. Ich trinke nur noch mein Wasser aus und dann werde ich sofort erscheinen. Ja, tschüss. Nicht mal anständig grüßen, Gendy. Allzeit bereit, immer bereit. Los geht's. Dann will ich hier Waffen einführen. In meinen Bezirk. Junge, das kannst du auch vergessen, Alter. Jetzt geht's los. Hab ich alles, Waffe. Mein geliebter Generalsekretär. Hi. Gucken hier, das ist ja ein geiler Hof hier. Nicht so groß wie meiner. Nichts ist so groß wie meiner. Aufmachen! Hitler. Guten Tag. Ich habe gehört, hier sind Schusswaffen im Gebrauch. Moment, ich habe meinen Ausweis hier. Ich zeige Ihnen das mal. Zeigen Sie den mal her, ja. Ich glaube nicht. Das ist mein Ausweis her! Das ist vom Bundesamt für DDR-Angelegenheiten der alten Schule. Ich bin Oberst Bach. Zeigen Sie mal Ihre Waffen her. Oh, hier, was ist das hier? Sie sind Nazi. Sie sind Nazi. Ach du Scheiße. Ich bin keiner. Wer sagt das? Bleiben Sie ruhig. Ja, verlass den Hof. Ich werde jetzt so tun, als würde ich eine Waffe ziehen. Ich ziehe die Waffe. Hände hoch. Einfach runter. Ah, ist ja dumm. Hat okay. Er mich verarscht? Bleiben Sie. Schritt zurück. Oder ich trete Sie. Nicht schießen. Natürlich schieße ich nicht. Schüsse in die Luft. machen Sie mir die Tür auf. Schnell, ich habe zwei Waffen. Zurück. Zurück! Ich liebe meinen Job. Verschwinde. Naja, ich verschwinde. Auf Wiedersehen. Drecksjugend. Mit der MPs rennen sie rum, ja Junge. Genosse Generalsekretär, ich bin wieder da. Auftrag ausgeführt. Das war eigentlich schon ein schönes Ding hier, was die so mit sich führen. Das sieht aus. Wir sind eine MP40. Weg! Das ist schon ein schönes. Schönes Ding. Und der Nazi ist hier. Na warte ab.
Weiß nicht, ob das hier funktioniert. Der wollte auf mich schießen, aber... Gut, scheint nochmal nicht zu funktionieren. Ach ja. Nee. Naja. Okay, ja, das hier mal näher untersuchen. Eck. Warum geht das jetzt nicht hier? Was ist hier los? So, naja, mal gucken hier. Mensch, also meine Lockenpracht. Naja, was steht hier drauf? Upsala. Scheiß Lampenzeug. MP German. NS im Kreis. Dachte ich auch vielleicht SS. Nein, es ist nur ein S und ein F. Was soll das heißen? Hier bin ich. Ob man mich sieht, weiß es nicht. Meine Brillengläser sind auch etwas dreckig, aber ja. So, hier. Scheinbar ist da ein F drauf. Für Feuer vielleicht? Okay, dann versuchen wir mal mit dem Magazin zu arbeiten. Ne, hier kommen Kugeln rein. Ich werde mal gucken. Weil denn diese scheiß Kugeln. Kugeln. Weg. Kugeln, ihr macht die Kugeln. Ach hier. Da sind sie doch. Muss ich mir unbedingt Haare schneiden. So ein adretten Nazi-Schnitt vielleicht. So. Zu den ernsten Sachen. Hier, ein Magazin, was aus völlig Metall ist, also aus Vollmetall. Sauschwer. Was ist das für ein Schmutz? Ein Bock noch mal daneben fallen, das passiert. Da scheint ein kleines Problem vorzuliegen. Hier sind Lücken dazwischen. Hier. Ob das bedeutet, dass da jeweils ein Leerschuss kommt, das werden wir gleich sehen. Das ist nicht mehr alt, was hier an diesem Staat. 40 Jahre freiwillige Feuerwehr. Und schon habe ich eine geladene MP40. Schwer ist das wie Hund. Scheiße. Ja. Okay, ich werde hier mal einiges vorbereiten und das mal mit Öl über jeden, dass es auch schießt. Die neue Generalsekretär. Ich habe folgende Unannehmlichkeiten. Und zwar hatte ich das Magazin falsch rum gesteckt. Das ist nicht wie bei uns im Osten. Alles links rum. Zur Ostzeit meine ich. Wir sind ja jetzt hier in Sozialismus angelangt. So, das hier nach vorne. Nein, Fresse. Den Bibel hier zurückziehen. Und auf kann sie hin. Mal gucken, ob ich die Scheibe treffe da. Naja. Also es sind noch nicht viele Schuss raus. Ich habe ja... Naja. Wie auch immer. Also ja, wie auf hier, ich muss da mal einen Schluck trinken. Upsala. Hab ich dir ein drittes Nasenloch geschossen? Entschuldigung. Und nochmal probieren. Wo ist der Schuss gelandet? Der ist abgeprallt. Auf jeden Fall kam was raus. Okay. Meine Hose ist irgendwie ist meine Hose klemmt hier, die ist viel zu groß geworden. Mein Führer! Mein
Na, das war knapp daneben. Kann passieren, nicht wahr, Genosse Generalsekretär? Ach, also was sagt man nicht. Das hier ist... Meine Fresse, ist aber treffsicher hier, wa? Ich schieße mal über von da hin. Das hier ist das Ergebnis von X-Schuss. Also hier sind ein paar ins Ziel gegangen. Geht eigentlich, wenn man so sieht, wa? Ihr seht das alles nicht so richtig, wie ich hier rumschieße. Scheiße, es regnet, ich kann das auch nicht alles so umstellen, weißt du? So vielleicht? Kann man mich sehen? Jetzt vielleicht. Kann man das sehen, aber das nicht. Was für ein Kacktag. Gehen wir ein Bild. Turm zu schießen. Um was zu treffen. Und zwar diese schwarzen. Jetzt ist es leer, oder? Hier ist auch leer. Hier. Das passiert mit in China wahrscheinlich. Von wegen hier German. MB German China. Na, eher als Kommunisten. Aber so mal jetzt noch die Rotbombe da runter zu schießen. Vielleicht einfach nochmal so machen. Ich treffe es einfach nicht. Ich habe mir was ausgedacht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und zwar hat mein ex-geliebter Generalsekretär uns verlassen. Er hat einfach die Mauer aufruppen lassen. Und sowas ist passiert. Auf jeden Fall werde ich ihn dafür abgrundtief verabscheuen. Aber ich will ihn jetzt nicht anspucken, das ist eklig. Deswegen werde ich ihn meinen Schüssen aussetzen. Ich habe mir noch eine kleine Überraschung dafür vorbereitet mit Feuer. Auch das hier, das ist eine große Flamme. Hier hinzustellen, von hier drauf zu schießen und mal gucken, was passiert. Größten Sicherheitsvorkehrung natürlich. Ich bin Feuerwehr 1, Sicherheits-T-Kerzen. Ich bin in sicherer Entfernung hier und werde jetzt einfach schießen auf den Sekretär. Wichser. Was ist denn hier? Schieß! Was ist denn nun? Achso. Na? Ah. Was ist denn nun hier? Also das... Ich denke, wenn dieser Dreh fertig ist, ist diese... Upsala. Ist die Munition bald alle? Aber für Genosse Generalsekretär wird es wohl dann reichen. Gas! Kartusche rein machen. Schießen! Auf den Sekretär! Eine Gaskartusche wechseln. Vielleicht hilft es auch nicht. Hier kommen wir wohl zu meinem Lieblingsthema. Gaskartuschen wechseln. Weg. Wir drehen das auf hier. Mit einem Sechskantgerät. Und also wird jetzt geht's auf. Ich denke, dass ich richtig mache. Bin zwar Feuerwehr, aber ich habe doch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was passiert so richtig. Das hier muss nach vorne. So, haben wir gesagt, zack, und dran. Jetzt durchruppen. Und schon haben wir ein Loch in der Wand, in der Decke, in dem Dach. Mensch, mach das so nicht, auf nicht achten ganz. Okay, jetzt haben wir's. So. Dann werde ich jetzt mal drauf schießen, wie verrückt. Das könnte mir an die Dinger. So.
Mal sehen, ich denke mal, es ist ungefähr Halshöhe oder tiefer. Schlips, schlips. Also es gab kein Feuer. Nur... Okay. Tatsächlich hat's durchgehauen. Beim ersten Schuss. Ist ja nicht zu fassen. Also es gab kein Feuer. Nur... Kommt ja wohl immer noch Jas aus. Eigentlich ist das so ein schönes Ding. So, jetzt ist auch Schluss. Bäh. Diese Haare, ich weiß ja, wie man mit so langen Haaren leben kann hier. An alle Langhaarigen, ihr seid die geilsten. Mit euren Metal-T-Shirts und alles. Und Motorräder und Brust. Ich werde abbrechen für heute. Warte mal noch auf irgendwas schicken. Also nu, ich sehe das wohl nicht mehr hier. So leer? Nö. Warum geht das Ding nicht? Also hier ist doch alles kaputt hier in dem Haus. Warum geht das nicht? Doch eigentlich. Ich lege das beiseite. Das ist sehr gefährlich. Okay, wir kommen zurück zu der wesentlichen Sache. MP40, nachreplikatierte Replika mit allen Funktionen einer wirklichen echten. Wirklich tolles Ding, muss ich sagen. Gefällt mir wohl. Achso, hier ist noch ein Klappschaft dran. Wenn man so, ja, versteht mich noch, dieser Regen macht mich völlig fertig. Jo, Klappschaft, zack, und kann man dann so, ja, so klappen, zack. Und dann kann man die nämlich auch so hier nehmen. Peng, peng, knall, knall. ich hoffe, ich habe es Wesentliche euch gezeigt an diesem ganzen Gerät und konnte der ganzen Sache etwas gerecht werden. Hier, Butangas, es stinkt und ist sehr entflammbar. Ich denke, da lässt sich noch einiges draus machen. Ich werde demnächst wohl mal sowas in die Luft jagen. Ich breche ab, Dreckswetter. Auf Wiedersehen. Ha ha.